Start to play. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße gerade mal meinen Gegner hier. Ich habe mal wieder Schwarz gegen einen Siebendan, also kriege ich auch Komi. Also muss ich auch Komi geben. Das wäre noch schöner. Und hoffentlich kann ich eine schöne kurze Partie spielen. Ich habe irgendwie in letzter Zeit, keine Ahnung, irgendwie einen Nerv eingeklemmt oder entzündet in der Schulter, in der rechten. Und jedes Mal, wenn ich mit der Maus irgendwie eine Bewegung mache oder auch nur klicke, tut es ein bisschen weh. Und wenn ich das zu lange mache, dann... was ist das denn jetzt? Dann bleiben die Schmerzen auch etwas länger zurück. Und eine kurze Partie ist dann natürlich eine schöne Sache, zumal man die dann wahrscheinlich auch nicht allzu lange editieren muss, falls dann ein Video draus wird. Aber was spiele ich denn jetzt hier? Einfach mal kicken. Und dann hier spielen. Und dann so. Und so. Ist zumindest der Plan. Ja. Kann ich auch hochspielen? Nee. Ich will ja auf dieser Seite dann nichts mehr machen. Wieso ist er jetzt weg? Och, Kinder. Nach 9 Zügen geht ihr einfach raus hier. Gut, nächster Versuch. Diesmal habe ich Weiß und bekomme Komi, weil es wieder ein 7 dann ist. Gut. Spielen wir mal schön parallel Fuseki. Und lassen uns nichts anmerken. Spiegelguck kann es auch noch werden. Ja, dann nehmen wir die Ecke. Und weil ich Komi kriege, brauche ich die Punkte nicht so dringend wie er, hoffe ich mal. So. Ich mal hier. Und den. Einfach damit es mal ein bisschen was anderes gibt als diese 3-3-Invasion. Da werde ich auch allmählich müde. Möchte ich natürlich eigentlich auch gerne auf dieser Seite irgendwie spielen. Mal gucken, ob sich das noch irgendwie bewerkstelligen lässt. Ja, jetzt habe ich natürlich hier ein Problem. Überall Probleme. So. Da spielt. Dann ist es nicht weiter tragisch. Wenn er hier spielt, hat er noch ein kleines Loch. Gucken wir mal. Eigentlich hätte ich hier spielen sollen, glaube ich, aber hinterher ist man immer schlauer. Da möchten wir ihn jetzt nicht unbedingt verbinden lassen. Deswegen habe ich den gespielt. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch so geht. Da könnte ich mal spielen. Und dann hier hoffentlich ein Doppelhane bringen. So. Willst du das spielen?
Dann kann ich jetzt aber doch den hier machen, was diesen Schnitt schon mal deckt. Der bleibt auch noch gedeckt, aber naja, ich möchte ihn auch nicht gerne hier einschließen. Nicht eingeschlossen werden, aber erstmal möchte ich da spielen, damit die Gruppe lebt. Toi, toi, toi. So, er antwortet da netterweise. Das sieht doch aus, als könnten das alles vernünftige Kompromisse werden hier. Und jetzt spiele ich selber hier, oder? Ja. Jetzt ist so ein bisschen dieses Thema hier, dass er den einen Stein abschneiden kann. Zack, 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 hier. Und auch direkt da einlegen oder so. Also spiele ich mal den hier. Dann muss er ja vielleicht sogar antworten, weil sonst hat er ja auch kaum noch Augenraum da. Tja, und dann? Gucken wir mal. Spiele ich einen Tenuki? Ich würde ja gerne. Allerdings ist das immer noch ein schöner Punkt für ihn. Was gibt es hier für Treppen? Das könnte ein Treppenbrecher werden für mich. Ja, also ich spiele jetzt erstmal hier. Ich wollte ja die ganze Zeit die Vorhand nehmen. Jetzt tut mir schon die Schulter wieder weh hier. Ja. Und was mache ich da jetzt mit? Können natürlich einfach hier spielen, aber dann springt er auch raus. Dann muss ich wieder irgendwas mit der Ecke machen. Diese Steine sehen auch nicht allzu froh aus. Klar, seine auch nicht mehr, aber wenn ich hier spiele und er umbiegt, kann ich dann den Schnitt spielen. Ich glaube ja. Also machen wir das mal. Ja, ich hoffe, die Partie wird relativ kurz sein, damit ich auch nicht allzu viel zu editieren habe. Im Moment macht die Arbeit der Maushand keine Freude. Wirklich keine große Freude. So, er deckt, ich biege um. Er gibt dieses Atari, ich spiele hier. Spielt er da, 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 da. Yoyomi now starts. Und dann ist das Problem, dass meine Steine hier weg sind. Nine. Kann ich auch nichts anderes drauf machen? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, muss halt sein. Dann kriegt er da halt eine fette Ecke. Aber ich krieg den hier auch noch in Cente. Und hier spiele ich jetzt entweder das. Zweimal Cente. Allerdings laufen diese Treppen für ihn, also spiele ich lieber nur den hier.
Sonst hätte ich eventuell den Schnitt nochmal zurückdecken müssen. Das will ich ja nicht. So, jetzt kriege ich den in Center. Dann kann ich doch bestimmt irgendwie hier reingehen. Oh. Aber wie? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Tun wir das mal so. Und technisch sieht es jetzt wie aus. Das hier sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 12 Punkte. Minimum. Hier kriegt er dann ein paar. Das sind zusammen 15. Hier hat er 10. Das ist nicht wirklich was. Und hier 10, naja, 15 vielleicht. Also 30, 40 Punkte. Und das hier 10 werden. Das hier, naja, 10 sind vielleicht. Hier hoffe ich irgendwie 5 zu machen. Und Komi, da muss der Rest irgendwie hier 10 Punkte mehr werden, als das, was er hier so kriegt. Nicht unmöglich, aber auch noch kein Selbstläufer. Okay, er ist noch nicht im Biomi. Dann kann er sich auch erstmal Zeit lassen. So, hier ist jetzt nicht so schlau, weil ich dann auf den Hochstrecker von ihm keine Antwort habe. Also müssen wir das so spielen. So und so. Jawohl. Gut, und jetzt bin ich wieder dran. Und dann ist die Frage, was machen wir hier? Fangen wir die so an oder so. Das hier sieht eigentlich am sinnvollsten aus. Ich dann hier eventuell was machen kann. Und außerdem wollte ich ihn ja auch nicht unbedingt hier spielen lassen. Oder selber hier. Solange seine Stellungen hier noch nicht so hundertprozentig sicher sind. Ja, muss er jetzt auch ein bisschen aufpassen, wie er gegen meinen Einflussbereich hier vorgeht. Klar, erstmal kann er natürlich irgendwie sowas spielen. Aber dann könnte ich ja vielleicht hier trennen oder einfach hier mit Punkten seine Augen wegnehmen, damit er weiter rauslaufen muss. Denkt eigentlich vernünftiger Punkte machen. Und gleichzeitig ein bisschen Druck behalten. Okay. Da hat er schon eine Phase verbraten. Schön. Oh Mann. Hoffentlich ist das nicht irgendwie ein entzündeter Nerv oder so. Hoffen wir mal, dass es irgendwie in ein paar Tagen wieder besser ist. Er spielt tatsächlich da. Gut. Ich kenne auch meine Pappenheimer. Ja, und jetzt? Tatsächlich den hier oder erstmal den? Der hier sieht so fett aus. Den muss ich einfach spielen. Wenn hier ins rausläuft, dann kann ich eventuell auch noch irgendwie hier so ein bisschen auf seinen weichen Punkten rumhacken.
Vielleicht sollte ich das sogar jetzt tun. Oder ich greife hier irgendwie an. Ich weiß es nicht. So richtig einfach sind die natürlich nicht anzugreifen. Hier hat er eventuell auch ein Auge. Ich glaube, um diese hier kümmere ich mich erstmal nicht. Ich spiele erstmal einen weiter hier. Wenn er jetzt hier irgendwie eine Verbindung macht, dann kann ich wahrscheinlich auch zufrieden sein, dass er so halbwegs auf neutralen Punkten verbunden hat. Was ist denn das? Will er hier jetzt sein Auge machen? Das möchte ich nicht. Habe ich selber natürlich auch ein Problemchen, eventuell. Ja. Jetzt muss ich mit dem Zug hier dem vorbeugen. Und gleichzeitig hier seine Gruppe ein bisschen getrennt halten. Gucken, ob ich da einen vernünftigen Angriff hinzimmern kann. Punktemäßig hat er da jetzt natürlich ein bisschen hier profitiert. Aber das ist jetzt auch noch nicht tragisch. Jetzt wird's ja mal interessant hier. Da muss ich durch. Hat er hier doch im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gruppen. Da muss doch schon eine tot sein. Automatisch. Es geht zu Ende. So, dadurch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Fünf Freiheiten habe ich hier. Das ist jetzt noch nicht das Allermeiste. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Two Yoyomis left. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ja. Sieht nicht so gut aus. Ich gerne hätte, dass es aussieht, aber... Da. Nine, eight.
kriege ich jetzt zumindest diese hier erstmal in Vorhand und dann muss ich vielleicht wirklich auf diese Gruppe gehen. Da, 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 und dann komme ich hier zu nix. Das ist ein bisschen schade. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mensch. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Erstmal einsperren. Dann gucken wir mal, ob er da zwei Augen hinbekommt. Es sieht ein bisschen danach aus, aber irgendwo auch wieder ein bisschen nicht. Na, hier spielt habe ich immer noch den Zug hier. Nine. Der es ihm schwierig machen sollte, da zwei Augen zu kriegen. Und wenn er den spielt, dann wird es schon ein bisschen kniffliger. Aber ich hoffe mal mit diesen zwei Vorhandzügen. Kann ich dann noch mal hier auf das Problem zurückkommen. Den spielen wir noch. Ich habe jetzt leider in der Ecke ein Problem. Der hier Center ist, dann lebt er. Und es sieht so aus, als wäre der Sente. Also decke ich einfach hier. Ach, scheiße. Na, ja, das war alles nicht so schön jetzt. Fünf. Na, ja, spielt den natürlich. Dann hat er immer noch hier unangenehmen Kram. Ja, sieht nicht gut aus. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ach, dann legen wir hier oben mal an. So, wie steht's denn jetzt? Das da oben waren 12, hier unten hat er jetzt, ja, keine Ahnung, 8 Punkte. Da sind das 20 zusammen. Das sind nochmal 10, sind 30, 40, 50 und irgendwas, ja. Punkte kriege ich sicherlich kaum zusammen, oder? 20, 30, naja, vielleicht schaffe ich hier doch noch 20 Punkte. Wahrscheinlich ist es nicht. Zumal hier jetzt auch wieder irgendwie Unheil droht, ne? Okay.
Schon alles etwas traurig jetzt. Zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig und Kobi. So. Was kommt denn jetzt hier? Okay. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, ob er da noch mal zieht. Er will da nicht leben. Da. Da. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gar nicht spielt hier. Nine, eight, seven, six. Da. Da. Also ich bin der Meinung, mit dem kann ich den irgendwie töten. Aber sicher ist er nicht. So. Da, das ist tot. Da. 9, 8, 7. Da, das ist auch tot. Zack. Zack, die Bohne. Mann. Ist halt die Frage, war es wirklich nötig für ihn, das so stehen zu lassen? Hätte er nicht einfach antworten können, also so oder so? 9, 8, wie hätte es dann 7. gestanden? Da. Und da ist tot, meiner Meinung nach. Und seiner Meinung nach jetzt hoffentlich auch. Echt eigenartig. Haben die alle kein Zumugo gemacht früher? Und wenn nein, wie sind sie so stark geworden? Erstaunlich. Sehr verwunderlich. Komm, ich muss meine Schulter schonen.
Gib auf, sieh es ein. Noch nicht. Diese Form ist tot. Könnte man zwar meinen, es wäre vielleicht ein Seki, aber wenn er irgendwo selber hier spielt, dann decke ich einfach und habe danach eine 5er Nakade. Und wenn er gar nichts spielt, kann ich irgendwann einen Außen die Freiheiten wechselnd hier spielen. Und er muss verhindern, dass ich ein Auge mache und dann habe ich auch eine 5er Nakade. Und die Gruppe ist tot und er gibt auf. Nee, er hat auf Zeit verloren. Auch schön. Gut, dann vielen Dank für die Partie, Po. Das war ja mal ein Ding. Dann gucken wir uns jetzt nochmal an, ob das wirklich nötig gewesen wäre. So, das scheint hier jetzt zu passen. Wenn er also hier irgendwann mal so zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel oder auch vorher einfach schon hier gelebt hätte. Dann sind das hier ja erstmal keine Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ist ja alles gar nicht so viel dann mehr. Also 50 Punkte ungefähr für ihn. Und ich kriege Komi. Das hier ist allerdings, wie wir gesehen haben, nicht viel wert. Sagen wir mal so ein, zwei Punkte, es sei denn, ich ziehe jetzt hier, aber ich hätte vermutlich irgendwie eher was hier gemacht. Und dann kann er das ja spielen. Tendenziell ist es da für ihn wahrscheinlich auch besser, das so zu spielen, dass ich hier noch nicht sicher leben kann mit zwei Augen, falls ich mal abgeschnitten werde. Also der Reinpusher hier war definitiv nicht gut für ihn. Ich könnte dann ja zum Beispiel hier antworten und decken und dann macht er hier sein zweites Auge, was ja auch groß ist. So, und dann 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das hier sind 20 bis 25 Punkte. Das hier waren 15, das macht dann zusammen 40. 2, 3, 4, 5. Naja, 50 und hier ein paar. Also, wenn ich jetzt 50 hätte, dann würde ich mit Komi wohl gewinnen. Aber ich glaube, so viele Punkte habe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das sind eher so 40 Punkte. Ja, das ist hier halt nicht so wirklich gut gelaufen. Estimator sagt jetzt allerdings weiß plus 3,5. Gut, ich bin dran. Dann ist vielleicht noch was zu machen. Aber wirklich optimistisch bin ich da nicht, dass das reicht. Okay, aber zumindest muss ich wohl immer noch nicht aufgeben, trotz dessen hier. Ja, aber er hätte auf jeden Fall irgendwie antworten müssen, wie wir ja gesehen haben. Ja, merkt euch dieses Zumago. Ihr könnt es brauchen, wenn er irgendwann mal 7 Tarn auf Fox spielt. Mit dem Zug hier. Sonst Möglichkeiten, selber hier spielen. Kann ich dann immer noch den machen? Sieht fast so aus, ne? Denn auf den hier kommt der. Und das wird kein Seki mehr. Und auf den hier kommt ja wieder der. Sicher kann man auch den spielen.
So. Ja, kann man wohl auch. Ist wieder keine zwei Augen werden. Und so, ja, geht natürlich auch nicht, weil er dann direkt auf der 5 in der Karte steht. Also, man muss hier halt nur aufpassen, dass man nicht erst den Zug spielt, weil dann wird das ein Seki. Hier kann ich ja nicht schneiden. Dann kommt der. Und auch so, dann kommt halt der. In diesem Fall wird es halt dann ein Ko um das Seki, aber das Ko schlägt er dann ja auch zuerst. Das könnte für mich auch teuer werden. Aber wenn man sie ohne solche Kos töten kann, eben mit 7 zuerst, dann ist das natürlich wesentlich angenehmer. So, jetzt höre ich mal auf mit der Klickerei hier und schone ein bisschen meinen Arm bzw. meine Schulter. Ja, gebt mir für die Partie gerne einen Daumen hoch. Für das schöne Zumego am Ende. Das ist es allemal wert, finde ich. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne auch meinen Kanal. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.